wirklich hier auch Mädchen, die keine Kopftuch tragen. Nicht meine Schwester. Wir hatten erstmal nichts mit unserer Religion zu tun. Dann haben wir uns mehr über den Islam interessiert, haben uns auch informiert durch Internet. Einladung zum Paradies, die wahre Religion und so. Und dann wurde der Wille, das Kopftuch zu tragen, immer stärker. Dann haben ich, meine Schwester und zwei andere, die auch Muslime sind, angefangen, das Kopftuch zu tragen in der kleinen Stadt. Und dann hat die Schule Stress gemacht, ja, weshalb wir auf einmal Kopftuch tragen. Dann wurden unsere Namen der Polizei weitergegeben, wegen Extremismus und so. Und dann wurden meine Schwester, die ja jünger ist als ich, und ihre Freundin ausgefragt, ja, wurde bei euch Gehirnwäsche gemacht? Wieso trägt ihr jetzt Kopftuch, vor allem schwarzes Kopftuch? Haben eure Eltern was damit zu tun und so? Aber nichts, Alhamdulillah. Ich habe mir vorgenommen, wenn die sagen würden, dass ich hier nicht Schule weitermachen darf mit Kopftuch, hätte ich ganz schnell die Schule abgebrochen, weil mein Kopftuch ist mir wichtiger als die Schule. Und die Schule kann mir in Akhirat nicht weiterhelfen. Und dann habe ich auch angefangen weiterzutragen. Alhamdulillah sind dann zwei weitere Schwestern, haben sich auch mehr zum Islam so über Dings gemacht und haben auch angefangen, das Hijab zu tragen. Alhamdulillah. Und jetzt, Alhamdulillah, geht es ein bisschen, okay, die Leute gucken den schief an, aber so, das interessiert uns jetzt auch nicht mehr. Dankeschön. Warum erwähnen wir diese Geschichten, liebe Geschwister? Ja? Weil ihr seht, dass es immer wieder Probleme gibt, aber wenn man ein bisschen dranbleibt, klappt's. Und wir erwähnen das, weil viele Leute denken draußen, die muslimischen Frauen werden alle gezwungen, Kopftuch zu tragen und diskriminiert, nur es ist halt ein anderer Fall. Deswegen müssen wir jetzt sprechen. In den Medien zeigt man tendenziös, oder zeigt man diese Tendenz, ja? Ja, guck mal hier, eine Frau wurde dort und dort gezwungen. Wir kennen tausende Frauen, die gezwungen werden, Kopftuch auszuziehen, beziehungsweise die unter Druck gesetzt werden, wie hier zum Beispiel. Ja, der Name wird an die Polizei weitergegeben und so weiter. Assalamu alaikum, liebe Brüder und Geschwister. Also meine Geschichte war ehrlich gesagt ganz komisch. Also ich war eine von den Muslimen, die gefastet hat, gebetet hat, aber sich nicht richtig für die Religion interessiert hat. Ich bin geboren Muslime, Alhamdulillah, sonst würde mir der Weg zum Islam viel schwerer gefallen. Es war so, ich bin zu Vorträgen in der Moschee gegangen und da war eine Schwester, die gerade hier auch vorgetragen, gerade ihre Geschichte erzählt hat, die hat mir erzählt gehabt, warum ich kein Kopftuch trage. Ob es mich gar nicht interessieren würde, was für Probleme ich eigentlich haben würde und bla bla bla. Auf jeden Fall habe ich dann angefangen zu weinen. Ich bete, ich faste, alles Mögliche, was ein Muslim macht, nur ich trage kein Hijab. Mir wurde immer gepredigt, dass das Hijab freiwillig ist, das Kopftuch ist unwichtig und das und das. Und dann bin ich am nächsten Tag, wollte ich erstmal gar nicht zur Schule mit dem Kopftuch gehen, weil wir Sport hatten. So, und dann hat meine Mutter gesagt, ja, siehst du, Ilhan, du redest dir wieder ein, dass das Hijab nicht wichtig ist. Und dann bin ich trotzdem mit dem Hijab zur Schule gegangen, bin extra ein paar Minuten zu spät gekommen. Und sofort, wo mich die Mädchen dann angegriffen, ich war eigentlich ein beliebtes Mädchen an der Schule, und dann, wo ich mit dem Hijab in die Sporthalle kam, haben die mich alle so komisch angeguckt, so nach dem Motto, mein Gott, was hast du denn für eine Haube auf dem Kopf? Ich habe dann meinen Mund direkt aufgemacht und gesagt habe, ob es schlimm ist, ob ich ein Kopftuch trage, blonde Haare habe, türkise Haare oder sonst was, ist der gleiche Unterschied. Am nächsten Tag wurde ich dann mit Müll abgeworfen, von hinten, von meinen besten Freunden. Ich habe es kaum erwartet gehabt, aber tja, es passiert. Und dann habe ich gesagt, ja, Allah steht mir bei, egal was ich tue. Ilhan, du schaffst das, du gehst deinen Weg, inshallah, amen. So. Die ganze Zeit bin ich mit meinem Dickkopf durchgegangen und zwei Vertrauenslehrer, die haben mir immer vertraut. Ich habe die Schlüssel für die Räume gekriegt, war Klassensprecherin, alles mögliche. Dann wurde ich als Klassensprecherin abgewählt. Dann wurden mir die Schlüssel weggenommen, weil es heißen würde, dass ich klauen würde, dass ich kein Recht mehr habe, weil du Kopftuch trägst und so, könntest du die Sachen verstecken und sonst für Zeugs, was gar keinen Sinn hat. Und dann war noch sowas, ja, egal. Aber man sieht, Alhamdulillah, es gibt immer wieder Probleme, damit die Leute draußen auch wissen, dass es nicht so ist, wie es immer von den Medien dargestellt wird, dass die Frauen ins Kopftuch gezwungen werden, sondern dass die Frauen hier viele Probleme haben wegen ihrem Kopftuch. Und Alhamdulillah, aber ihr seht, wenn ihr euch etwas durchbeißt, dass die Sache dann anders aussieht. Hier ist die nächste Schwester, die reden wollte. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Also was ich sagen wollte ist, subhanallah, dass wir Menschen vergessen haben, dass Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalalu nur sagen muss, kun, fayakun, sei und es ist. Was haben wir vergessen? Dass Allah subhanahu wa ta'ala der Allmächtige ist. Dass Allah subhanahu wa ta'ala nur Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalalu kann alles Unmögliche möglich machen. Nicht die Menschen, nicht der Präsident, nicht der König, niemand, nur Allah. Und was haben wir vergessen? Allah subhanahu wa ta'ala, subhanahu jalla jalalu. Warum Allah subhanahu wa ta'ala nennt uns, oh meine Diener? Guck mal, das muss doch für uns eine Ehre sein, dass subhanahu wa ta'ala Allah uns als seinen Diener anspricht. Was haben wir vergessen? Wir, wenn wir Probleme haben, was machen wir? Wir gehen zu einer Freundin, wir gehen zu meiner Mutter, wir gehen zu irgendjemand und sprechen ihn an. Aber nein, Allah nimmt dir doch deine Sorgen. Allah subhanahu wa ta'ala hat doch im Koran al-Karim geschrieben, ungefähre Bedeutung. Und ich teste euch mit Leid, mit Schmerz, mit Kummer. Allah hat das doch geschrieben und nach jedem Leiden und nach jedem Kummer kommt doch die Erleichterung. Also sag doch Alhamdulillah. Alhamdulillah, dass wir Leiden haben, Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala ist mit uns, insha'Allah. Ne? Und dann noch eine... Kannst du ein bisschen wärmer machen? Das eigene Wünsche. Ja. Okay. Inshallah, ich bin ein bisschen aufgeregt, aber die Aufregung hat mir Allah subhanahu wa ta'ala ein bisschen genommen, Alhamdulillah. Was ich nur sagen wollte, liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala ist mit uns. Und nehmt uns, Allah ist der beste Zuhörer. Wenn ihr Probleme habt, redet mit Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, wenn wir mit Allah reden, wenn wir Allah subhanahu wa ta'ala einen Schritt entgegenkommen, Allah subhanahu wa ta'ala kommt uns zwei und drei Schritte entgegen. Und zehn und Allahu a'lam yani, alhamdulillah. Deswegen, insha'Allah, Allah lässt uns niemals im Stich. Insha'Allah. Assalamu alaikum.